Moin Moin Schizos, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Schizowall, ja, das Format, was sich Heller von Sinn für uns ausgedacht hat. So ist es gewesen, ne? Original so. Die dicke Lesbe, oder? Die dicke Lesbe, bekannt von Sat.1 und so weiter und zusammen mit Olivia Jones, ne? Die hat die Idee mit den Perücken reingebracht. Die haben das Ganze an uns verkauft, wir haben gesagt, fickt euch und haben gesagt, schenken wir euch. True! Ja, auch so. So war das. Ja, das Format, worum es... Das Format, wo es darum geht, den anderen innerhalb von 2 Minuten zum Lachen zu bringen und derjenige muss allerdings versuchen, es außerhalb nicht zu lachen. So, ja. Das Ganze wird unterstützt mit einer Perücke auf den Kopf und wir haben uns da so ein bisschen schabernackt überlegt. Schabernackt. Schabernackt. Digga, schabernackt. So. Au. Oh, mal auf. Schabernackt haben wir uns überlegt. Ihr merkt, das ist total alles funny. Was soll ich machen? Ja. Lass gerne ein Dislike da. Ja. Und wir starten jetzt. So, ich würde sagen, wir machen Schnick, Schnack, Schnuck. Ja, vielen Dank. Ich habe auch noch einen Kanal, wo auch noch eine Folge. Das erwähne ich, wenn alles vorbei ist. Na? Dann, also wirklich, wenn die Kameras aus sind, würde ich es erwähnen. Ja. Ja. Nein, okay. Der Kasche, wie gerade schon gesagt, nee, der ist egal. So, Schnick, Schnack, Schnuck. Schere stumpft am Stein ab. Das heißt, ich habe verloren. Das heißt, ich fängst an und versuchst mich zum Lachen zu bringen. Siehst du überhaupt irgendwas? Gerade nicht. Komisch. Also du siehst nichts. Das, was du gerade machst, sehe ich. Und das ist eine Schweinerei. Während der Ömmel sich da irgendwie fertig macht, möchte ich an der Stelle noch einmal erwähnen, es gibt jetzt auf Facebook eine Schizo-Fanpage. Also insofern könntet ihr auch da gerne mal vorbeischauen. Und dort könnt ihr auch selber Videos oder Bilder hochladen. Also lohnt sich, schaut mal gerne vorbei. Ich würde es nicht machen. So. Okay, bist du bereit oder was? Ja, drückst du dann auf Start, ne? Ja, mach ich. 3, 2, 1. Na? Oh Mann, das ist aber auch wirklich. Das ist eine Schweinerei jetzt von dir. Oh, ist das ekelhaft. Oh Leute, das ist wirklich. Das ist auch eine Schweinerei. Ich habe noch anderthalb Millionen. Ja. Und so hängst du da dann immer vom Computer. Und holst dein. Und holst dein runter. Sag mal, merkst du einmal irgendwas? Was ist das für ein hässlicher Pengel hier? Oh Mann. Ich zieh mich mal kurz wieder an. Das ist mir alles hier ein bisschen zu pervers, ne? Also aktuell, mit den anderen Folgen halt zusammengerechnet, steht es 2-0 für Kashi tatsächlich. Er hat schon mal zweimal nicht gelacht. Ja. Und wir haben gesagt, wir rechnen 10 Ausgaben zusammen. Und nach 10 Ausgaben wird dann entschieden, wer quasi der Hauptverlierer ist und der Hauptgewinner ist. Gibt's da, haben wir noch gar nicht drüber geredet. Dann müssen wir uns ja einfach lassen, was dann für den Verlierer passiert. Ne? Oder vielleicht ja auch. Ah ne, da sind wir noch Behinderte, ne? Ja. Ja, muss man sagen, die Zuschauer hier sind schon vom IQ her sind die schon zum. Aber das ist halt Schizo, ne? Ja. So, im Grunde genommen, I'm ready. Und jetzt, nur einfach, damit das ein bisschen mehr Sinn ergibt, stell dir vor, ich sitze in einem Rollstuhl. Ja, okay. Gut, so, dann 3, 2, 1. So, nehmen Sie das mal, damit möchte ich nichts am Hut haben. Nee. So. Also, oh, das ist ein Witz. Na egal. Egal, erzähl ich später. So. Pass mal auf jetzt, mein junger Vagabund, ne? Du kennst mich auch sicherlich noch ein bisschen, aber man wird nicht jünger, sagen wir so. Na, damals bin ich schon am Gehwagen gegangen und heutzutage bin ich im Rollstuhl. So ist das normal, man wird auch nicht jünger, ne? So. Mittlerweile war
ich auch schon bei der Stadt und hab mir ein, ja, Ausweis machen lassen müssen. Ich musste das, es ging nicht anders quasi. Und den suche ich jetzt mal kurz raus, um ihn dann auch zu zeigen. Ja, nee. Also ich bin jetzt schon seit circa 2 Jahren, sitze ich jetzt schon im Rollstuhl und das ist halt nicht schön. Ja, ist doch nicht schön. Na? Ja, nee. So, dann habe ich den da vorne, oder was? Hab den da vorne. Ja, ich muss da kurz hinrollen. Aber muss ich halt aufstehen, nutzt ja nichts. Moment, ich such den mal eben. Wo ist denn der Ausweis jetzt hin? Moment einmal. Ich hab ihn doch gleich, der lag hier doch noch. Ich hab ihn doch gesehen. Ich hab ihn doch gesehen gehabt. Der lag da doch. Ja, Menschenkinders, wo ist denn der? Der Ausweis. Wo ist der Ausweis denn hin? Hast du ihn gesehen oder was? Wo ist denn der Ausweis? Ich flippe aus. Wo ist der Ausweis? Oh mein Gott. Ich werd wahnsinnig, oder wer nicht? Der Ausweis, ich hab ihn doch gehabt. Der hat doch Geld gekostet. Mein lieber Scholli. Mein Zack, Alter! Als du da so gesessen hast mit der Decke, habe ich gedacht, was ist da drunter? Hast du gedacht schon? Ich hatte eine böse Vorahnung, ja. Und ich dachte nur nach deiner ersten Nummer, dachte ich, was wird das für eine Folge? Was wird das für eine Folge? Psst. Ja, meine Lieben, ne? Ich habe alles gegeben, ihr habt es gesehen, aber es hat nichts genützt, weil dieser Mensch ist ein widerlicher Bastard, ne? Aber ich habe gelacht, ja, ich habe über ihn gelacht. Bedeutet letzten Endes, insgesamt steht es mittlerweile 3-0 für Kashi. Da kann man ruhig mal, ja, das war die bereits 5. Ausgabe, Halbzeit. Nach der 10. entscheidet sich dann, wer halt total gewonnen oder verloren hat. Jetzt ist Halbzeit und ich führe 3-0, das ist gut. Jetzt ist Halbzeit, du führst 3-0. Ist jetzt schwierig für mich, das aufzuholen. Das heißt, ich muss nur noch zweimal nicht lachen und ich bin safe. Du bist dann safe, ja, genau. Gut, schenken wir Ihnen erstmal keine weitere Redezeit. So, meine Lieben, ne? Wenn ihr euch auch die letzte Ausgabe angucken wollt, die 4. Ausgabe, die war nämlich wieder auf Kashis Kanal, wir machen das immer im Wechsel, dann könnt ihr mal unten in die Streambeschreibung gehen, dort findet ihr den Link zu seinem Kanal oder auch oben auf der Infocard. Ja, ansonsten sehen wir uns wieder in der 6. Ausgabe, die dann auch wieder beim Kashi stattfindet. Gibt's ja gar nicht. Das ist der Hammer. Das ist, im Grunde genommen, ist es der Hammer. Gibt's ja gar nicht. Also, reingehauen und tschüss!